Passt auf, es gibt manchmal so Momente, da hat man die Möglichkeit, entweder man reagiert oder man lässt es bleiben. Es ist jetzt so ein Moment, wo sich jetzt alles spontan sehr schnell auf einmal ändert. Und ich habe mich halt entschlossen, jetzt zu reagieren tatsächlich. Wir sind noch nicht alleine, wir sind mit ein paar Leuten unterwegs. Und der folgende Verlauf dieses Videos wird sich... Es wird krass, es wird sich einiges aufklären, es wird einiges sich verändern. Und es ist auf jeden Fall ein großer Schritt. Dave ist auch mit dabei. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Und für uns heißt es erstmal Flugzeug und dann ziemlich, ziemlich langer Flug. Okay, spätestens jetzt solltet ihr checken, dass das Ganze wirklich kein Joke ist. Wir ziehen das halt ernsthaft, wirklich durch. Ich habe alle Leute mit dabei, das komplette Management ist mit dabei und wir haben diesen wirklich großen Schritt jetzt einfach gewagt. Ey, es ist einfach crazy, Mann. Es ist einfach crazy, wenn man sich überlegt, dass das schon immer irgendwie im Hinterkopf eine Possibility war und jetzt halt einfach wahr wird. Neuanfang zu wagen. Okay, also wir sind jetzt tatsächlich jetzt hier angekommen. Der eine oder andere könnte es schon erahnt haben, bevor es jetzt hier irgendwelche großartigen Geschichten gibt. Wir sind hier tatsächlich, wie gesagt, aus einem besonderen Grund, geschäftlich sowie auch privat, eher tatsächlich größtenteils geschäftlich. Und es ist so, dass wir tatsächlich hier einiges an Dingen zu tun haben, die auch unmittelbar leider Gottes mit Simon zu tun haben. Aber alles weitere werden wir euch gleich in unserer neuen, ich kann es gar nicht glauben, in unserer neuen Villa präsentieren. Also. In unserer neuen Villa. Ist ja nicht unsere. Okay. Ey, nach wie vielen Stunden sind wir gereist? 4, 5, 6? Ey, wir sind locker ja, mit allem drum und dann 7, 7,5, 8 Stunden circa unterwegs gewesen. Wir haben es jetzt echt geschafft, Leute. Wir sind jetzt endlich hier. Ja, viele von euch werden es wahrscheinlich schon erahnt haben, wo wir jetzt gerade sind und was das überhaupt für uns bedeutet. Das ist halt ein neuer Lebensabschnitt so. Es ist so crazy, wenn man sich vorstellt, dass wir es einfach... Es ist halt so krass, dass wir uns echt dafür entschieden haben, jetzt langfristig einfach so einen Move zu pullen. Was für langfristig? Bro, halt doch mal das... Du hast... Dass wir jetzt langfristig so einen Move hier gepullt haben, einfach... Es ist halt crazy, wenn man sich halt überlegt, so, wo wir gerade sind. Weißt du? Das ist halt echt life-changing. Ich würde sagen, wir zeigen euch ein bisschen das Haus. Morgen gibt es noch eine Full-End-Room-Tour. Ach nein, Digga. Boah, Digga, Aaron hat hier hingekackt. Guck mal. Boah, Bro. Boah, wie widerlich. Das Krasse ist, guck mal, Digga. War, guck. Junge, Bro, ich will dir 100 Euro, wenn ich ein Auto treffe. Boah, das ist Assi. 100 Euro. Mach nicht das Assi. 100 Euro, wenn ich ein Auto treffe. Meinst du, ich treffe das Assi, ja, let's go! Auf ein neues Leben, Digga! Auf ein neues Leben, Tobi! So, nachdem wir den gestrigen Abend ausreichend mit unglaublich tollen Speisen verbracht haben, jetzt hat geschmeckt gekommen. Können wir jetzt hier vielleicht nochmal ganz kurz erörtern und erklären, was wir hier tatsächlich machen und klären vielleicht nochmal ganz kurz den Gesichtspunkt auf, in dem sich ja momentan tatsächlich das Reisen etwas schwieriger gestaltet. Vorab, mein Partner Mehmet Göker und ich sind hier gemeinsam mit unserem Konzept eingereist und haben Folgendes vor. Hier erstmal ganz kurz der Real Talk. Ihr habt ja sicherlich das Video von Simon gesehen und Simon hat ja in seinem Video gesagt, dass er die Idee hatte, Es war niemand anders. Es war Simon alleine. Simon alleine hatte die Idee. Das hat nie jemand anders gesagt. Simon hatte die Idee, vor 2,5 Jahren irgendwann mal dieses Glamping-Konzept zu machen. Und ich war damals ja schon mit ihm irgendwie da so ein bisschen am Rumtalken und hin und her reden und so weiter und so fort. Ja, und Dave hat dieses Video von Simon gesehen und wir haben uns kurz geschlossen und ich habe mit Simon nochmal gequatscht und Simon hat uns dann eine riesige Liste an Dingen geschickt, die dafür wichtig sind. Eine Menge von Grundstücken, die auch schon im Video gezeigt hat. Wir haben gleich einen Termin mit einem Immo-Makler und schauen uns das Ganze nochmal an. Deshalb sind wir hier. Es war jetzt super kurzfristig. Deshalb war auch überhaupt erst gar nicht klar, wie lange wir hier bleiben und so weiter und so fort. Jetzt hat sich herausgestellt, wir bleiben tatsächlich ein bisschen länger hier. Wir sind nicht mehr zwei Wochen hier drin, bitte. Im Endeffekt sind wir natürlich alle, das muss ich hier an der Stelle einfach nochmal sagen, es ist logisch, damit man hier einreisen darf, mussten wir alle vorher in Quarantäne einen Schnelltest machen, einen PCR-Test, nochmal PCR-Test am Flughafen, haben jetzt hier Quarantäne gemacht, im Haus, bis unsere Testergebnisse eben eingekommen sind und so weiter und so fort. Unser Flugzeug war gefühlt außer uns und drei Portugiesen, der eine hat irgendwie sogar Unge gekannt, ich weiß nicht, also irgendwie ganz weird, der hat hier Verstrickungen überall hin, komplett leer, also an sich relativ safe. Klar wissen wir auch, dass es gerade nicht die beste Zeit zum Reisen ist, aber
da das Ganze für uns halt wirklich eine reine Business Vacation ist, die wir jetzt halt noch mit Content Creation tatsächlich verbinden. Und du sowieso am Mittwoch, glaube ich, weiterfliegst. Genau. Dave hat nämlich noch anderes Game-Konzept in anderen Ländern laufen. Wollte ich das hier nochmal ganz kurz eingebracht haben. Ja, morgen gibt es eine Roomtour von unserer Villa hier, Leute. Unsere Villa, die wir uns hier gegönnt haben. Es ja, ist wirklich gemietet. Krass. Tobi. Die ist nicht. Tobi. Also die ist Tobi. Gemietet. Die Villa ist gemietet. Ja, wir gehen jetzt gleich noch ein bisschen einkaufen, würde ich sagen. Und dann treffe ich mich später noch mit Antonio. Warum genau saß ich jetzt eigentlich hier? Hä? Nichts gesagt. Dann sag doch noch schnell was. Wie like viel das Geld, Video. Nein, sag schnell, wie viel Geld du investieren möchtest. Nein. Okay, dann nicht. Tschüss. Bubi, warum? Hör auf. Adresse gelegt. Mann, wir wohnen hier. Wir wohnen okay. Nicht hier. Lass es jetzt, hör auf die Adresse, Mann, du Idiot. Boah, guck mal. Fortnite. Digga, mach das weg, und ein paar Filme auch von Fortnite. Das ist peinlich, mach das weg. Guck mal. Mach das weg jetzt. Baby, kann ich mir das bitte holen? Mach das weg. Fortnite. Roblox auch. Roblox. Nein, mach's weg. Fortnite. Ich will das Fortnite-Parfüm nein, haben. Nein, das ist peinlich. Fortnite-Parfüm. Das passt dir nicht. Aber das ist schon eigentlich ganz nice, oder? Da passt nicht mal dein Arm rein. Wir haben gerade gefrühstückt und es war extrem schön. Es hat echt Spaß gemacht hier mit den ganzen Leuten. Wir waren einkaufen, Mann. Es ist halt krass, man muss sich an die neue Sprache gewöhnen. Bro, Tobi, man muss halt's Maul doch jetzt, Junge! Nein, Digga, Mann! Man muss sich an die neue Sprache gewöhnen. Muss die man nicht. Einheimischen halt, die Geflogenheiten hier. Muss wir man haben nicht. Richtig viel, 300 Euro haben wir ausgegeben. Eigentlich hatte ich noch einen Clip, wo ich den Einkaufswagen geklaut habe, aber das wollte ich jetzt lieber nicht mit reinnehmen. Hast du nicht. Ja, alles im All, Leute, wir sind tatsächlich ausgewandert. Es ist krass, wir sind einfach in ein anderes Land ausgewandert, meine Freunde. Wir sind nicht auf. Tobi! Weißt du, Mann, jetzt halt doch die Fresse, Mann! Wir sind auf jeden Fall halt ausgewandert, Leute. Nein. Und es ist halt. Okay, mach weiter. Wir sind halt ausgewandert und ja, was soll ich sagen, Mann, wir haben halt einfach unsere eigene Villa. Ich freue mich, morgen geht's runter unser von unserer Villa! Es ist ein Airbnb. Ich stelle die Kamera jetzt hier hin, du kannst selbst filmen, du kannst mich. Weißt du was? Nee.